Ja, schönen guten Abend, lieber Bernhard. Guten Abend, Christoph. Ich freue mich sehr, dass du hier als Erster auf unserem neuen roten Sofa sitzt. Und dieses neue rote Sofa, das haben wir ja hier im HVV deswegen angeschafft, weil wir heute unseren HVV-Channel eröffnen wollen mit diesem Interview, mit dem Gespräch mit dir. Sehr dankbar. Ja, und ich würde dich erstmal gleich zu Anfang ein wenig fragen, ja, was sagst du zu unserem roten Sofa? Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Also etwas absolut Neues für uns hier im Haus. Ich hätte auch nie geglaubt, dass wir hier überhaupt ein Sofa reinstellen werden irgendwann. Aber ich sag dir, diese Idee mit dem roten Sofa ist natürlich so neu auch wieder nicht. Aha. Ja, ich bin vor 2-3 Jahren mit Brigitte Harder, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, die Leiterin von der Volkshochschule Rhein-Neckar-Taunus, beim Hasso-Plattner-Institut gewesen in der Uni Potsdam. Ja. Dort gibt es eine School of Design Thinking. Ja. Und dieses Institut, diese Schule für freies Denken, Lernen sozusagen, für Postgraduate People, diese Schule hat auf jeder Etage rote Sofas. Ja, überall. Von Ikea. Eine ganze Menge. Mhm. Ja, verteilt. Und die sind dezidiert dazu gedacht, dass man sich, wenn man eine Pause braucht oder wenn man Ideen schafft, wenn man mit irgendjemandem zusammen sich unterhalten möchte, sich da hinsetzt oder die Sofas zusammenschiebt, ich glaube, es sind so 3-4 auf jeder Etage, dass man eben da diesen Freiraum hat. Schön. Das ist das rote Sofa. Aber rote Sofa ist ja auch immer mit ein bisschen Muße verbunden und Gelegenheit nachzudenken und so weiter. Ich denke da so ein bisschen an die Situation unserer Volkshochschulen momentan, wo ja doch häufiger auch dann an uns herangetragen wird, wir haben so wenig Zeit, die Arbeit ist so verdichtet und so weiter. Haben denn Volkshochschulen überhaupt Zeit, sich noch auf rote Sofas zu setzen? Sie müssen sich diese Zeit schaffen. Das ist wie das früher so hochgelobte Zeitmanagement, das ja seinen Sinn hat, aber letztlich unter dem Druck dessen, was im Alltag von allen verlangt wird, in Bezug auf Finanzen, auf Personalentwicklung und so weiter und so weiter, verschwinden die Freiräume, die man sich da hätte nehmen müssen. Okay. Ich sage mal ein Beispiel, also wenn ich zu Gesprächen irgendwo bin, letzte Woche Landkreistag in Wiesbaden, dann nehme ich mir danach die Zeit und gehe in ein Café. Wobei Wiesbaden hat das, meine ich, schönste Kaffeehaus Hessens. Das Maldana heißt das. Maldana, ja, gehört zu dem erlauchten Kreis der Wiener Kaffeehäuser. Mhm. Und dort habe ich mich auf eine Couch gesetzt, war aber eine grüne, und habe einfach mal nachgedacht, wie kann denn die Kooperation mit dem Landkreistag jetzt verbessert werden? Und was haben wir, was haben die Volkshochschulen davon? Was ist da zu tun? Aber da muss man, also ich habe da kein Protokoll gemacht oder so, sondern einfach in Gelassenheit bei einem Kaffee nachgedacht. Ja, das ist sicherlich eine gute Art und Weise, da auch zu reflektieren. Und das müssten im Grunde die Volkshochschulen sich auch leisten. Also würdest du denn sagen, dass so ein rotes Sofa für die Volkshochschulen auch ein Objekt wäre, was sie brauchen, um professionell arbeiten zu können? Ich denke, in Hessen sollte jede Volkshochschule ein rotes Sofa haben. Das ist mal eine Anregung. Das wäre doch eine Idee und dann könnte man sich ab und zu mal austauschen oder auch ganz regelmäßig austauschen und sagen, warum habt ihr euch da hingesetzt? Was habt ihr für Ideen gehabt? Können wir was zusammen machen? Können wir was vernetzen? Ja. Aber vielleicht erzählt auch jemand aus der Volkshochschule nur, er hat sich da ausgeruht, hat sich mal Zeit genommen. Ja. Schluss. Ja. Okay. Reicht auch. Okay. Ja, prima. Das ist, denke ich, eine gute Empfehlung zum Start dieses Kanals. Ich habe aber noch einen Test mit dir vor. Ja, wir sind ja auch Testcenter hier oder Landesprüfungszentrale und prüfen eigentlich alles Mögliche hier bei uns im HVV. Und ich war also unterwegs kürzlich und habe einen Bilderrahmen gekauft, den ich an diese schöne Wand hängen möchte und ich habe aber noch kein Motiv, also was da rein gehört. Und ich würde dich jetzt ganz einfach mal fragen, wen würdest du denn da aufhängen? Also du musst dir das nur vorstellen, dass man das als hier hinten, da ist man ja einen großen Nagel reingeschlagen und jetzt kommt es auf meine symmetrischen Fähigkeiten an. Jetzt schauen Sie mal so, und das kippt bestimmt nicht. Ah, doch, so? Ja. Wen würdest du da aufhängen? Frau Stabilität. Ja. Ja. Also ich bin da wahnsinnig traditionell. Ich würde den Bundespräsidenten da hinhängen. Den Bundespräsidenten. Und den Wolf. Köhler oder den Wolf. Den Wolf. Den aktuellen Bundespräsidenten. Ja. Und zwar nicht aus Statusgründen, sondern
Bundespräsident Wulff hat auf dem Volkshochschultag in Berlin jetzt im Frühjahr gesagt, die Volkshochschulen sind ein Segen für Deutschland. Das ist ein unglaublicher Satz. Ja. Ich meine, es stimmt ja vollständig, ja, aber so ein Segen, da muss man was für tun. Ja. Und ich denke, dafür sollte man auf jeden Fall ihn hier hängen haben und jedes Mal daran denken, dass man etwas zur Unterstützung dieser segnenden Tätigkeit der Volkshochschulen in Deutschland und in Hessen natürlich jetzt hier tun sollte. Ja, das ist natürlich eine wunderbare Idee. Also das nehmen wir, greifen wir gerne auf und wir werden ihn das nächste Mal beim nächsten Roten Sofa-Gespräch natürlich, ja, hier bei uns haben. Gute Idee. Herzlichen Dank, Bernhard. Ich nehme das wieder mit. Ja. So.